Verschwörungstheorie oder wie ich sage, Erzählung, da geht es darum, dass man annimmt, dass dunkle Mächte im Verborgenen einen geheimen Plan ausheckten, um der Gesellschaft zu schaden. Da sieht man auch ein bisschen, das ist was anderes als eine Falschinformation. Bei einer Falschinformation erzählt eine Person was, was nicht stimmt. Das muss nicht immer mit einer bösen Intention sein. Bei einer Desinformation, da geht es wirklich darum, dass jemand mit Absicht falsche Informationen verbreitet, um Menschen in die Irre zu führen oder politisch in irgendeine Richtung zu mobilisieren. Das heißt, Falschmeldungen oder Desinformation kann Verschwörungserzählungen enthalten. Das ist auch oft miteinander verbunden, muss es aber nicht zwangsläufig. Verschwörungserzählungen gibt es schon immer quasi. In der Psychologie wird mittlerweile sogar diskutiert, ob es nicht eine evolutionäre Verankerung gibt. Und man geht davon aus, dass es Verschwörungserzählungen seit Menschengedenken gibt, seitdem Menschen in sozialen Gemeinschaften zusammenleben. Beispielsweise auch im Mittelalter gab es schon diverse Verschwörungserzählungen, die teilweise sogar gewalttätige Konsequenzen haben. Also beispielsweise, als der schwarze Tod, die Pest auftrat in Europa, wurden Juden bezichtigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Das führte dann zu zahlreichen Pogromen von Menschen gegen jüdische Gemeinschaften. Also man sieht, das gibt es schon lange. Es gibt Studien aus den 80er Jahren, die auch zeigen, dass es da schon Lügenpressevorwürfe gab und diverse andere Verschwörungserzählungen präsent sind. Es ist also kein Phänomen, das nur in den sozialen Medien vorkommt oder deswegen ja erst groß geworden ist. Es ist noch gar nicht so leicht zu sagen, wer genau Verschwörungserzählungen zu welchem Zweck verbreitet, weil es dazu auch einfach noch keine Studien gibt. Man kann aber versuchen, das vielleicht so ein bisschen zu unterteilen in Menschen, die das machen, weil sie wirklich daran glauben, weil sie meinen, sie haben die Wahrheit, die einzige Wahrheit für sich gefunden. Menschen, die versuchen, damit auch Geld zu machen. Es gibt immer wieder Leute, die ja die Angst der Menschen nutzen, um das in ja eigenen Profit umzusetzen. Menschen, die das nutzen, um politisch zu mobilisieren, weil man mit Verschwörungserzählungen natürlich auch Hass verbreiten kann. Ich glaube aber, viel wichtiger als die Frage, warum verbreiten Menschen das, ist, was macht das mit den Menschen, die es lesen? Und hier wissen wir, dass schon die einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung, also wenn man einmal eine Verschwörungserzählung liest, das dazu führt, dass Menschen misstrauischer werden, dass sie sich mehr von der Gesellschaft entfernt fühlen, dass sie beispielsweise auch weniger bereit sind, sich impfen zu lassen. Also der Glaube an, beziehungsweise ja, die Verbreitung von Verschwörungserzählungen hat Konsequenzen. Was eine Verschwörungserzählung macht, ist ja auch oft den Zweifel einfach säen. Also selbst wenn ich nicht das ganze Paket kaufe und an die große Weltverschwörung glaube, kann es ja passieren, dass ich mich frage, naja, ist da nicht vielleicht doch ein bisschen was dran? Vielleicht stimmt es ja nicht komplett so, aber vielleicht, ja, ist ein Teil davon zumindest wahr. Und das sieht man auch jetzt gerade ganz oft, dass Menschen vielleicht nicht alles glauben, was ihnen da erzählt wird von alternativen Medien in Anführungsstrichen. Aber zumindest Versatzstücke der Verschwörung, ja, wahr oder ernst nehmen dann. Also ich glaube, man muss sich das auch vorstellen. Man ist beispielsweise junge Eltern, gerade das erste Kind, dann sehen sie auf einmal was über Impfverschwörung, dass Impfungen zu Autismus führen und dass das verheimlicht wird von einem großen Wissenschaftskomplott. Das schürt ja Ängste, dann verunsichert das die Eltern, weil eben genau, wenn, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Autismus erkranken könnte, das macht vielen Angst und dann ziehen sie sich vielleicht hier zurück. Insgesamt ist es so, dass man zeigen kann, dass wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, dass sie dann auch mehr an Verschwörungen glauben. Das klingt immer sehr abstrakt. Ein Kontrollverlust ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Ereignisse nicht kontrollieren, die passieren, ohne dass ich irgendeine Option habe, was zu machen. Also das kann im Privaten sein, eine plötzliche Trennung zum Beispiel oder ja, wenn Menschen ihren Job verlieren und damit nicht gerechnet haben oder plötzlich krank werden und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das kann aber genauso im Gesellschaftlichen sein. Und da ist natürlich Corona und die ganze Pandemie spielt hier eine Rolle. Das ist eine Situation, also ich würde sagen, so ein Paradebeispiel für Kontrollverlust. Man hat so viele Informationen, mit denen man konfrontiert wird. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Viele bangen um ihre Jobs, müssen sich auf einmal mit Homeschooling auseinandersetzen, etwa für sich oder die Kinder. Das sind ja
ist eine Situation, die für Menschen Stress bedeutet und wo sie nicht weiter wissen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Umgangsstrategien damit. Man kann sich hinsetzen und, ich weiß nicht, Gesichtsmasken nähen oder in der Nachbarschaftshilfe aktiv werden, um gegen diesen Kontrollverlust anzusteuern. Aber eine andere Option ist eben auch, Muster zu sehen, wo vielleicht keine sind, also an Verschwörungen zu glauben. Erstmal ist es so, dass für Menschen der Zufall tatsächlich etwas ist, das Stress bedeutet. Also, ne, Stichwort Kontrolle nochmal wieder. Und für Menschen ist es oft auf den ersten Blick handelbarer, von einem bösen, ja, Verschwörer auszugehen, als zu denken, das ist jetzt einfach passiert, weil ich weiß nicht, welches Tier jetzt aktuell verantwortlich ist für die Pandemie, also wie der Forschungsstand da ist. Aber dass ein Tier das auf den Menschen übertragen haben soll, das ist ja für viele erstmal nicht verständlich. Menschen gehen auch tendenziell davon aus, dass wenn etwas Großes passiert, dass es auch eine große Ursache haben muss. Also die Verschwörung ist dann für viele Menschen naheliegender als eben ein natürlicher Ursprung. Darüber hinaus bieten Verschwörungserzählungen natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu überhöhen. Also man fühlt sich besonders, man ist scheinbar die Person, die einzige Wahrheit kennt, also so eine Art Geheimwissen, über das die Person scheinbar verfügt. Und dadurch kann man sich natürlich über andere erheben. Das sieht man ja im Internet auch sehr oft, dass Menschen dann davon sprechen, die anderen sind nur die dummen Schlafschafe, oder eben Teil der Verschwörung. Genau, und das sind so die psychologischen Funktionen, die hier dahinter stecken.